Hallo, liebe Filmefreunde. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, heute geht es um einen neuen Film, den es bereits auf Blu-ray gibt, genauso wie auf DVD natürlich. Und ich habe ihn jetzt nicht hier. Ich kann euch die Blu-ray leider nicht zeigen, aber das wird noch kommen, weil ich mir den Film noch kaufe. Aber ich hatte ihn mir ausgeliehen aus der Videothek. Und zwar handelt es sich heute um Mavericks Lebe deinen Traum mit Gerard Butler in der Hauptrolle und der andere Name ist mir leider entfallen. Ich weiß nicht, wie er jetzt genau heißt. Jedenfalls liebe ich Surffilme. Alles, was mit Surfen zu tun hat, ob es Blue Crush, Gefährliche Brandung, Big Wednesday, Bryce the Nice, es gibt wirklich nicht viele, aber dennoch sehr gute Surffilme. Und heute wollte ich euch einfach den Film Mavericks Lebe deinen Traum empfehlen für alle, die das Surfen schön finden, die das einfach lieben anzuschauen. Und ich fand den Film einfach total toll gemacht. Gerard Butler hat in der Rolle, also er ist quasi Nachbar vom Jungen und die lernen sich eben durch das Surfen kennen. Gerard ist ein wirklich, jemand, der die gefährlichsten Wellen schon bestritten hat und der es wirklich nur drauf hat und das seit Jahren macht. Und ja, dieser Junge von nebenan, sage ich mal, sieht ihn natürlich als Vorbild auch, um seinen Traum zu verwirklichen. Er will einfach genau das machen, was Gerard in dieser Rolle macht. Er will die gefährlichsten Wellen bändigen, er will die surfen, er will alles lernen. Und in diesem Film geht es jetzt nicht so um Sonne, Strand, Freunde irgendwie in der Sonne und so, dieses Drumherum, darum geht es gar nicht. Es ist nämlich eine wahre Geschichte und es ist auch relativ dunkel in dem Film. Also es wird jetzt nicht bei bestem Wetter so ein super Beachfilm, wurde nicht gedreht. Und das fand ich auch sehr gut. Dadurch wirkt das Ganze natürlich auch realistischer, denn es geht einfach um diese Wellen. Die sind natürlich unglaublich hoch und er erklärt richtig, wie die dich 80 Meter in die Tiefe reißen können, was die Welle überhaupt mit dir anrichten kann und wie gefährlich das doch ist, wenn du meinst, das ist dein Traum, dafür lebst du. Das unterstreicht dieser Film auch total, dass es darum geht, seinen Traum zu verwirklichen. Und es ist einfach total schön, wie Gerard diesem Typen von nebenan das alles beibringt. Und nebenbei geht es noch um beste Freunde, die vielleicht nicht immer so best sind. Und ja, um die erste große Liebe, um das Mädchen von nebenan. Es geht um traurige Schicksale und alles ist irgendwie total liebevoll verpackt und Gerard ist super in der Rolle. Ich mag ihn auch sehr gerne. Er hat ja 300 gespielt, Gesetz der Rache, war auch super. Und er ist einfach so ein cooler Schauspieler, wie ich finde. Und ich muss sagen, ich war wirklich überzeugt. Er hat das ganz, ganz toll gemacht. Und das Ende werde ich euch natürlich nicht verraten, weil es einfach eine wahre Geschichte ist. Die Leute, die bereits wissen, um wen es geht, die wissen vielleicht auch, wie das geendet ist. Also schaut ihn euch auf jeden Fall an. Er ist neben diesem schönen, lernhaften Surfen und so natürlich tiefgründig, traurig
und mitreißend. Aber ich lege ihn euch einfach mal ans Herz, wenn ihr mal ins Geschäft geht oder ihr seid in der Videothek und ihr liebt so eine Filme, wirklich nur dann könnt ihr auch sagen, dass der schön war. Denn ich weiß nicht, wenn ihr Surfen nicht mögt, dann habt ihr natürlich dazu auch keine Beziehung, das ist ganz klar. Das geht manchen mit Skaterfilmen oder Tauchfilmen auch so, die mögen das vielleicht gar nicht. Also finde ich, das passt jetzt auch so zum Wetter, denn es ist jetzt schon ein bisschen wärmer draußen und immer so ein Surffilm finde ich immer ganz toll und ich freue mich natürlich immer über jeden, der rauskommt. Also wie auch immer, denkt dann an mich, wenn ihr den Film seht, Mavericks im Regal, dass Stevie euch den empfohlen hat. Also Leute, ja, das war es erstmal wieder von mir für euch heute und ich wünsche euch noch einen super schönen, gemütlichen, sonnigen Tag. Vielleicht grillt der ein andere auch und das Wetter ist wirklich jetzt schon richtig schön und man sieht endlich mal ein bisschen Sommer hier. Also bis dann Leute, macht's gut und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Stevies Movie Channel. Also bis dann. Ciao.